Der Juni. Die Zeit geht mit der Zeit. Sie fliegt. Kaum schrieb man 6 Gedichte, ist schon ein halbes Jahr rum und fühlt sich als Geschichte. Die Kirschen werden reif und rot, die süßen wie die sauren. Aufs hartes Laub fällt Staub. Fällt Staub, so sehr wir es bedauern. Aus Gras wird Heu, aus Obst Kompott, aus Herrlichkeit wird Nahrung. Aus manchem, was das Herz erfuhr, wird bestenfalls Erfahrung. Es wird und war, es war und wird, aus Kälbern werden Rinder und, weil zur Jahreszeit gehört, aus Küssen kleine Kinder. Die Vögel füttern ihre Brut und singen nur noch selten. So ist bestellt in unserer Welt, am besten aller Welten. Spät tritt der Abend in den Park mit Sternen und der Weste. Glühwürmchen ziehen mit Lampion zu einem Gartenfeste. Dort wird getrunken und gelacht in vorgerückter Stunde, tanzt dann der Abend mit der Nacht, die kurze Ehrenrunde. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob's Wunder oder keine gibt. Und nächstens wird es Sommer. Willkommen ja, hier willkommen. Bei Muttern, willkommen zu Hause, willkommen bei Kaffeeklatsch. Hoch die Tassen. Oh, so ein großer Tisch. Wo ganz anders, ja, genau. Willkommen zu Hause, ne? Hallo. An diesem herrlichen Sommertag, ne? Aber in so einer Hitze, muss ja nicht immer gleich so eine Hitze sein. Ja, aber ich sag auch, wie es mal geregnet hat und gedonnert hat, das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch Teil von der Natur. Ich sag mal, die Mutter ist doch die Mutter Natur, das ist auch deine Mutter. Das ist wir kommen ja von Natur, kann man sich nicht drüber streiten, ne? Genau. Unglaublich, aber das ist ja das Problem. Weißt du, was das Problem ist? Nicht das System, die Maschine. Weißt du, was die Maschine macht? Die ja schon seit Anfang der Zeit existiert hat. Die nimmt die Natur, die macht sie sich untertan, die nimmt die ganzen Bodenschätze und erschafft die ganze Industrie und bewirtschaftet alles. Das ist ja die Wirtschaft, bewirtschaften, das ist auch ein gutes Wort. Mit diesen Gedanken wollen wir uns das Kuchenessen nicht verderben. Ne? Erdbeerfest? Mhm. Also dieser Baum, ja. Mhm. Den habe ich mal gepflanzt. Ja. War ein Riesending, ne? Da war der so, nicht zu fassen. Wow. 52 Jahre. Na, fast wie alt wie ich bin, ne? Ich bin ja 51 geworden, ne? Mhm. Über ein Jahr, da hast du ihn gepflanzt. Das ist auch interessant, ne? Da sind wir auch oft da mal raufgeklettert. Weiß ich noch, als der kleiner war natürlich. Na, kannst du ja jetzt auch mal versuchen, ne? Der zählt ja dich auch. Ja, denke ich. Wir haben es schön. Christoph, wir haben es doch schön. Ja, natürlich. Und die Einsicht ist ja auch, dass das Leben schön ist. Nur wir machen uns das gegenseitig schwer. Wir machen uns das selber schwer. Ja. Auch das lernen wir. Das kontrolliert ja auch die Menschheit und lenkt die Leute ab, ne? Und dann treibt sie zum Arzt, weil sie irgendwelche Verkrampfungen haben oder irgendwelche Depressionen haben oder irgendwelche Wehwehchen haben, ne? Die ja auch Geschäft sind. Das ist ja alles Geschäftemacherei. Ja. Das ist ja das Interessante auch, dass gegen dem Gegensatz des Propheten, zum Beispiel der Herr Jesus, und da gab es ja einige, ist der Profit. Ah ja, Profit. Der Profit, ne? Die Profitgier. Mhm. Wir Menschen, wie gesagt, wir kommen ja von Natur. Ne? Wie gesagt, das Problem ist, dass wir von Natur irgendwie haben uns hinweggesetzt. Das war ja auch der Anfang der menschlichen Geschichte, wo wir nicht mehr so wie die Tiere waren. Wir haben ein Bewusstsein entwickelt, wir haben gelernt, wie wir Werkzeuge benutzen, wir haben gelernt Kommunikation, wir haben die ganzen Kulturen erlebt und all das. Ne? Und ja, und die Geschichte und das Thema der Geschichte, sage ich ja immer, was haben wir gelernt? Das ist die Frage. Das ist auch wichtig in seinem eigenen, da fängt es ja echt an, da fängt ja die Veränderung an in seinem eigenen Leben. Sich in seinem eigenen Leben zu sehen, seine eigene Geschichte, seine eigenen Erfahrungen. Mhm. Und was habe ich davon gelernt? Das ist wichtig. Ja? Sehr wichtig. Denke ich, ne? Ja. Ja, das ist auch nicht so unbedingt einfach. Ne? Um das mal zu untertreiben. Ne? Eigentlich ist es eines der schwierigsten Dinge. Ja. Ja? Ja, das geht doch, ne? Das ist gut. Wow. Danke, put it. Das ist besser als das put it. Andere. Put it in it. Mm, nimm mal ein Stückchen. Wir bieten uns ja hier, wollen wir mal ein Stückchen? Wollt ihr mal? Ja? Sehr lecker. Und? Ja. Ich finde den gut. Ist nicht so unbedingt ihr Ding. Nee, ich hab das lieber. Jeder hat die Geschmäcker sind ja auch Anester, ne? Mhm. Deshalb ist Anester ja auch eines meiner Lieblingswörter, weil wir sind ja auch alle Anester. Einige mehr als andere, ne? Sehr gut, ja? Mhm. Mhm. Also. Alter, also. Wir sind ja hier, ne? Noch Thema ist das Thema. Auch wieder. Hm. Ja, der Profit, ne? Die Profitgier.
die auch irgendwie alles verunstaltet und schlimm macht. Das wird alles eine Lüge und auch online. Die Geschichte, die ich ja gekannt habe mit diesem Mädchen, ne? Esther. Jemand kennengelernt, das ist mir öfter schon passiert. Kennt er wahrscheinlich auch, ne? Wo man eine Frau online, da gibt es ja kennenlernen, sagt, eine hübsche Frau, sind dir Bilder und oh mein Gott, und dann später sagt Aufmerksamkeit und weiß auch einige Dinge über dich und viele Dinge und redet damit und fühlt ja Liebe und wow, ne? Und ne, wo bist du gewesen mein ganzes Leben? Der hat sich und, schon da, und ja, ne? Und dann irgendwann kommt es zum Punkt, ja, ich bin hier im anderen Land jetzt und ich habe nicht genug Geld, mein Ticket zurück, ne? Kannst du mir ein bisschen helfen? Und das ist ja auch, ne? Ja. Dass man auch sowas benutzt. Ne? Das ist schon echt genauso wie auch da ist so eine ältere Frau, die sagt, ich bin dabei, ich bin sterbe, bin am Sterben, ich habe ein Vermögen, ich kann es selber nicht irgendwie beziehen, das ist ein anderen Account, könnte ja auch sein. Ne? Ich möchte das spenden. Und ich habe dich gefunden und ich möchte dir 7 Millionen oder so spenden. Ne? Und dann muss sie sich mit meinem Anwalt in Verbindung setzen. Und natürlich dann, wie es ist, wird der Anwalt irgendwann zurückschreiben und sagen, ja, wir würden das gerne senden und checken. Aber um das alles zu bearbeiten, kostet das ungefähr 300 Euro oder sowas. Ja? Ich meine, geht ja noch 300 aber Euro. Das, hör mal, die machen das mit jedem, das ist dem scheißegal. Die machen das 100.000 Mal. Ne? Ja, weißt du, wie viele Leute die da finden? Unheimlich. Ja? Und das, die sind da eiskalt. Und das ist echt alles eine Lüge. Jeder sucht da nach seinem eigenen Vater an. Das finde ich ja so widerlich. Das ist ja auch so eine Geschichte, mein Bruder Stefan, wo immer du bist, wo immer du dich rumtreibst, was immer du dir denkst, mein Bruder, oh mein Gott. Der hat dann irgendwann, vor ein paar Jahren, sich entschieden, oder ja, irgendwas ist ihm auf den Geist gegangen, hat gesagt, ich komme hier nicht mehr her. Du siehst mich nicht wieder, hat mein Sohn zu sagen. Aber er hat ihr zum Muttertag geschrieben, er hat gesagt, eine Zeile, alles Gute zum Muttertag. Und sagt, das ist schon fast eine Beleidigung. Also irgendwas soll das denn? Das ist schon hart, ey. Ist ja auch die Sache, jeder rechtfertigt sich, jeder denkt, er hat recht. Ne? Wie kann es denn dann wirklich einen Rechtsstaat geben? Wie können wir dann in Gerechtigkeit leben? Das geht ja nicht. Ne? Nee. Weil wir denken, wir leben ja unter der Illusion, dass Freiheit ist meine Freiheit. Ich kann mein Leben so leben, wie ich will, nach meinem Glauben, wie auch immer hirnverbrannt das ist. Das ist mein Ding. Ne? Ja. Mal andere Klänge. Ne? Muss man so machen einfach. Kann man auch gerade so machen? Die andere wird das gut, ne? Von einer Seite zur anderen Seite. Genau, so ähnlich, ja? Das ist gut. Guck mal, wir sind hier bei Kaffeeklatsch. Das ist meine Mutter. Das ist das Haus, wo ich aufgewachsen bin, in Anführungszeichen. Aufgewachsen. Mhm. Ich war immer so einer, ich habe mich gegen das gestrebt. Gesträubt. Gesträubt. Ja, dieses. Ja. Aber ja, der Punkt des Allen, des Ganzen, ne? Machen wir mal so Fazit. Ne? Mhm, wir sind ja jetzt auch schon hier einige Jahre, kann man schon sagen, schon hart bei Kaffeeklatsch. Ne? Ja, tatsächlich, ja. Das ist schon der Hammer, ne? Also, deshalb mal so, ich weiß, wie der Josef, mein guter Freund, ich liebe Josef, der hat immer gesagt, das Fazit, also der Punkt, ne? Und der hat immer gesagt, wenn du redest, wie das ist für mich und ich will das, habe ich gesagt, me, you. Das finde ich immer so toll. Ich, du, zu zeigen, dass du hier bist, natürlich anders. So ist es für mich, ne? Und das ist schon wichtig, ne? Der Thema, ne? Ich will immer helfen, ich versuche doch nur, ich will doch nur dein Bestes und das ist der Dank, den ich kriege dafür. Das ist auch ein Lied, glaube ich, den viele Eltern, Kinder so singen können, ne? Kein die, Dank. Ja, oder genau, weil sie wollen helfen, aber die Kinder sagen, lass mich doch. Dieses, was ich so als Kind so überall, so, das ist ja wirklich das, lass mich doch. Ja, ja. Und das finde ich interessant. Das ist ja auch, ich meine, Unabhängigkeit, ne? Ist ja schon eine wichtige Sache, ne? Eine eigenständige Person, das ist ja immer, was ist denn aufwachsen? Ne? Ich meine, das bedeutet das ja. Ne? Ja. Ne? Aber die Eltern, die können das ja, die wollen ja, natürlich für kleine Kinder ist es natürlich so, dass sie denen irgendwie so den Weg ein bisschen weisen. Aber dann, wenn die Kinder ja aufwachsen, haben sie ja auch früh schon, haben sie schon einen eigenen starken Willen. Alle Kinder. Ne? Und zu lernen eigentlich auch, dass das Leben ist ja eigentlich mehr ein Geben als ein Nehmen. Ja, eigentlich ja. Du hast mir ja so schöne Karten geschenkt. Das Leben ist eine Bühne. So richtig, ja genau. So ist es ja. Ja, ja. Ja. In diesem Sinne, hooray for Hollywood. Na, hooray for Dollywood. Da müssen wir so machen. Das ist von ihr. Sie ist ja, auch wenn sie es nicht mag, hören mag, die Diva. Keine Diva, Chris. Geh mal auf. Das ist unmöglich. Wer mich richtig kennt, weiß es auch genau. Der sagt auch die Vögel sind da oben. Du hast nichts von einer Diva. Ein bisschen Diva ist nur ein bisschen Diva ist wichtig. Sie sieht immer die Dinge, die nicht so sind, wie sie vielleicht... So perfekt. Genau, ne, das ist auch...
Ich bin ja auch aufgewachsen, das ist ja auch das Haus, der Vater war ja auch ein Perfektionist. Er war genau auf den Punkt. Er war immer, es muss auf den Punkt. Das war natürlich wichtig in der Musik. Da musste ja natürlich alles auf den Punkt sein. Ne? Ja, muss alles auf den Punkt sein. Der Dirigent, ne? Der hat ja den Taktstock. Ne? Aber zu Hause, sage ich dir mal, also hier waren wir auch so ein bisschen sein Orchester. Ne? Wir wollten aber nicht so singen, ne? Nicht so spielen. Sein Orchester ist gut. Ja, richtig, ja. Ja. Aber er hat uns versucht zu dirigieren. Aber wir waren sehr unstimmig manchmal. Er hat versucht uns zu dirigieren. Du hast gehört, wir waren unstimmig. Ja, Unstimmigkeiten gab es da öfter mal. Ne? Ja, man sieht ja, was ich auch so interessant finde, doch seine Familie, wenn man aufwächst, das färbt ab. Da sieht man in sich selber auch den eigenen Vater. Wie ich auch so bin, wie mein Vater. Ich bin ja genauso wie mein Vater. Du sagst ja auch oft mal, manchmal, ich bin genauso wie meine Mutter. In vieler Hinsicht, natürlich in vieler Hinsicht nicht. Aber in vieler anderer Hinsicht, vor allen Dingen in meiner belehrenden Weise und besserwisserischen Weise, immer. Ja. Ich möchte mal den Kuchen probieren. Möchtest du mal? Der ist ein bisschen schwierig zu sezieren. Schwierig, der sieht aber sehr chaotisch aus. Ja, der ist ein viel Glück, ne? Du, das ist ein chaotischer Kuchen. Ja. Ja, das ist wie die sehr symbolisch auch für die chaotische Welt, ne? Aber wirklich komisch. Aber ja, der Trump hat ja auch wieder, der streitet sich jetzt auch und der hat auch einem Lügen bezichtigt, dem FBI-Direktor oder dem ehemaligen, ne? Und dass er da Gespräche mit Russland und was, nee, ja, an These, und jetzt ist ja, er hat gelogen, Trump hat gelogen. Ja, natürlich, aber die sind doch alle Lügner. Das ist doch alles nur eine verlogene Welt. Bagage, ja, genau, ja. Die Yunis, die Mutter meiner Kinder, hat ja ein Ein-Personen-Stück aufgeführt. Ja, ich weiß. Weißt du noch, mit Harriet Tubman und Phyllis Wheatley. Die war sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Weißt du, wie das hieß? Nee. Images. Und Images, weißt du, was das ist? Das Image. Image, ne? Das ist ja nicht wirklich was. Was ist hinter dem Image? Mhm. Ja? Und das ist ja oft wie die Bühne. Das Leben ist eine Bühne. Mhm. Wir führen irgendeine Rolle, spielen irgendeine Rolle. Irgendwie so ein Darsteller, unsere eigenen Darsteller sind wir geworden, wie wir uns geben vor anderen, wie wir aussehen wollen, davon fängt es ja auch an. Das Image, das wir abgeben wollen, wir werden ja auch dahingehend trainiert. Ne? Im Job, gegen ein Jobinterview, guten Eindruck ist das Allerwichtigste. Der erste Eindruck, sagt man, ist das Allerwichtigste. Ja. Ne? Ja. Der bleibt. Ja. Aber das ist ja wirklich auch, das ist eine Verlogenheit. Da fängt es ja echt schon an, ne? Verlogenheit der Welt. So ein bisschen nur, es ist so ein Schattenspiel. Da können wir auch so ein Schattenspiel machen. Kennst du den? Weißt du, das ist auch der Spinner in mir, mit der mehr rausgekommen ist, weil ich ja so lange in Amerika gelebt habe. In Amerika, die sind ja alle Spinner. Naja. Das sind ja alle Schauspieler, sag ich. Ja. Die Hymne, die Nationalhymne sollte eigentlich sein, there's no business like show business and no. Kommt wirklich aus Amerika, natürlich. Ja, deshalb haben die ja auch sogar Schauspieler als Politiker gehabt, als Präsidenten dafür gehabt. Aber die machen ja auch eine Show. Was will die Show, die aufziehen? Wenn man sich mal in Amerika die am Präsidentswahlen anguckt, ja, sage ich, ja. Die sich da zur Schau stellen. Ja, ja. Aber es ist ja auch, ich wollte gerade sagen, Fußballspiele, Basketballspiele und Footballspiele in der Zwischenzeit, diese Cheerleader, das kommt ja auch von Amerika. Ja. Das ist ja auch eine harte Sache, ne? Als ich das zum ersten Mal erlebt habe, in diesem Pomp and Circumstance, diese Marschierkapelle, so Zwischenzeit, ne, im Stadion, ne, da haben die ja so 20 Minuten oder so, dann kamen die ganzen Cheerleaders raus und dann diese so eine Marching Band, dann haben die da gespielt und rumgetanzt, ne, und dann kam vielleicht so ein Maskottchen, ne, und das ist echt der Hammer. Die machen immer nur Show, die Amerikaner. Richtig. Und ich glaube, deshalb ist auch Amerika dafür da, uns das zu zeigen, weil das Leben ist ja eine Bühne. Das ist ja eigentlich, wem wir vorgeben. Wir können ja jeder sein. Wir können ja sein, wie wir wollen. Ja, ja. Ne? Nur dann die Frage ist natürlich, wer wir wirklich sind. Du gehst ja auch schon auf die 90 zu, ne? Du gehst ja auch schon auf die 100 zu, ne? Ich ja auch. Ich bin ja jetzt schon von 50 entfernt, ne? Weil das ist ja eigentlich auch alles wie relativ, ne? Und wir sind ja auch alle relativ. Ja. Das wissen wir ja auch. Wenn ne? du gesund bist, dann ist das Alter ja eine wunderschöne Sache. Ja, aber die Gesundheit, die kommt ja auch von einer inneren Einstellung her. In der Lebensweise natürlich. Ja, aber ne? Christa, da war so ein, als ich jetzt in der Klinik da war, da war so ein alter Mann in einem Rollstuhl und der sprach über das Leben auch. Und er sagte auch, desto älter man wird, desto mehr Krankheiten bekommt man. Und irgendwie ist das ja was dran, ne? Ja. Denn das Alter bringt fast Krankheiten. Nicht unbedingt, ja, natürlich, kann sie, weil es natürlich. Natürlich. Ja. Aber es muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch einige, die hast du ja auch gesehen, die. Ich meine, die ist ja damit aufgewachsen, die Oma, die ist 93. Ja. Macht da Gymnastik, ne? Die Hand, die schwingt da rum auf dem Ding, das ist echt der Hammer, ne? Wow. Das hat sie ihr Das gibt's also, Leben, ne? Und es gibt ja einige auch die in einigen Inseln oder so, die da wirklich unbeeinflusst sind von Dingen, ne? Und
Die leben, wir sind 110 oder 120 oder so. Das gibt's auch. Und der, wie war es denn damals? Entschuldigung, wie war es denn damals in der Bibel, der Adam oder so? Oder die Leute sind ja 500 Jahre alt geworden. Wirklich? Nee. Doch, in der Bibel, wenn du darüber denkst, so alt, die Leute sind unglaublich viel ankommen. Natürlich, logisch. Die haben 20 Söhne gehabt oder so, ne? Aha. Ja, doch. Natürlich. Eigentlich ist das jetzt unsere Zeit, wo die Menschen sehr alt sind. Ja. Und damals war das ja auch ganz anders. Ich habe auch vor kurzem im Fernsehen gesehen, ein Arzt, der ist 110, der praktiziert noch. Unheimlich. Ja. Unglaublich, ja. Aber es hängt schon davon ab, wie man sich ernährt, wie man sich hält. Ja, und ich würde auch sagen, ist, wie man lebt. Ich sage ja gerade, wie man lebt. Ja. Und da gehört die Ernährung ganz besonders dazu. Ne? Ja, ja. Also ich glaube auch vor allen Dingen, immer wissbegierig zu sein. Weißt du, desto älter man wird, immer wieder wissbegierig und sich zu interessieren. Verstehst du? Natürlich, ja, ja. I understand. Ja. I understand. Gut. Herrlich. Ja. Wir sind bei Kapiglatt. Das ist meine Mutter. Das ist mein Sohn. Aha. Ich sag's euch. Heute ist der Anfang, wir machen mal in Englisch. Heute ist der Anfang des Rest seines Lebens. Ja, das gibt dann Schlager, der so geht. Ist ja auch richtig. Ja. Today is the beginning of the rest of your life, sagt man in Englisch. Ne? Ja. Und das, ja. Und ich bin ja groß an dieser Idee der Veränderung. Ne? Mhm. Also, zum Beispiel hier zu sitzen, so Kleinigkeiten. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist anders, ne? Das ist anders, ja. Ne? Und auch wenn man, so, zum Beispiel ich bin hier aufgewachsen und du hast ja auch schon einen Großteil des Lebens hier verbracht. Ne? Ja. Ne? Es ist trotzdem, wenn man das mit anderen Augen betrachtet. Das ist auch, ich war ja, wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen und als Kind nimmt man das normal. Mhm. Dann bin ich lange weg gewesen. Und sehr jetzt lange. Wieder hier zu sein, sehr lange. Und nicht nur weg gewesen, ich war im Chaos. Ich bin durch die Hölle und zurück, muss ich sagen. Ne? Ja, das warst du wirklich. Oi, 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 oi. Deshalb genieße ich den Kuchen so sehr. Ne? Und genieße auch dich so ein bisschen alles, mehr, ne, alles. Muss ich sagen. Ne? Natürlich. Und mich auch selber ein bisschen mehr und euch. Ich genieße das. Wir verabschieden uns jetzt schon mal von hier. Wir zeigen mal noch ein bisschen rum. Komm, we show you. Wir zeigen ihm. Ne? Okay. Ja, guck mal hier, meine Mutter. Komm mal hier, meine Mutter. Hier. Meine Mutter. Wie klein sie ist. Ich kann sie so holen. Bestimmt, das ist herzlich. Ne? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Wo bist du denn? Noch da bist du. Du bist so klein, ich habe dich fast gar nicht gesehen. Ja? Okay, wir folgen dir mal. Ich mache jetzt mal mit der Kamera hinter mir. Soll ich gehen? Und muss, ja, du sollst gehen, du kannst gehen, du kannst es mal so ein bisschen zeigen hier. Mhm. Ja, also da haben wir offensichtlich gesessen, ne? Ja. Ja. Na, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, guck mal hier, wie schön das alles ist. Ja? Meine Blumen. Ja. Nee, geh einfach hier, dann gehe ich hinter dir. Das Haus offensichtlich, wir sehen das ja auch von hinten. Ja. Wir sind jetzt vorne. Ganz vorne. Jetzt gehen wir nach hinten, wo wir eigentlich normalerweise öfter sitzen, ne? Genau. Aber heute, da ich das ja so liebe, wir haben mal was anderes da gemacht. Du siehst wunderbar aus. Der Hut, der passt da wirklich ganz herrlich. Ganz herrlich. Jetzt gehen wir wieder in die Sonne. Jetzt gehen wir, ja, so, genau, richtig. Ja. Unser schöner Maienbaum. Jeder Mensch hat ja einen Baum. Und ich habe die Feige. Aha. Und den liebe ich auch heiß. Und ehrlich gesagt, ich esse so gerne Feigen. Guck mal hier. Die hast du ja auch jetzt. Wie das eine. Die Feige. Entdeckt, ne? Ja, die sind sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Diesmal haben wir den ganz doll runtergeschnitten. Guck mal, und der kommt wieder so toll. Aha. Guck doch, der Baum, der ist echt der Hammer auch. Das ist auch eine riesige Wurzel. Und der hier, das ist auch ein riesiges Teil, echt. Wow. Oh ja. Hier. Und sie muss ja auch mal die ganzen Tapfen, ja, die Tannenzapfen, die fallen hier immer runter, ne? Und hier sind immer, die sind immer hier auf der. Oh, hier, komm mal hoch. Hier, Patsche. Mal die Patsche. Okay, und jetzt sind wir hier. Oh. Ah, ah ja. Und jetzt sind wir hier in der Sonne. Jetzt sind wir hier hinten. Hier sitzen wir ja. Oder hier. Ja. Und hier sieht das Wasser, das so ein bisschen reinlich aussieht. Ich meine, es wird gereinigt, aber es sieht so ein bisschen wie das Wasser im Rhein aus. Ja. Und die neueste Errungenschaft. Stell dich doch mal daneben, dann sehen wir dich besser. Und fall jetzt mal ins Wasser, das wird wirklich, dass wir mal ein lustiges hier so auf Video. Das beißt sich. Meine, guck dich, nein, das beißt. Du beißt mich auch, du beißt uns auch. Hey, ja, ja, du bist doch eine Beißerin hier. Ne? Aha. Sehr schön. Sehr schön. Und dann gehen wir mal weiter, da ist da noch einer. Das ist doch der Kollege. Das ist kein Kollege, eine Kollegin. Eine Begonie. Eine gefüllte Begonie. Gefüllt? Das ist wie so ein gefülltes Kreppel. Gefüllter Kreppel. Hier geht mal näher. Hau mal daneben. Die Blüte sieht aus wie in der Südsee. Steh dich mal rum. So eine Südsee-Blüte, ja? Ne? Ja. Hier haben wir was. Haben wir eine Fleischfressende. Die Hexe. Die Hexe? Dolly ist ja eine Hexe und deshalb knallt die ja so, ne? Ja. Den haben wir zu zwei Jahren?
Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ja. Und die wird immer größer, wir wissen gar nicht mehr wohin. Strilli. Ja, guck mal, hier, die hat ein Kind gekriegt. Strilli hat ein Kind gekriegt. Toll. Guck mal, dann so verblüht die dann. Wisst ihr? Ja, richtig, die lässt es einfach so hängen. So die verblüht. Ja, lässt es hängen. Diese wunderbare Blume von meiner Mutter. Die da aufgegangen ist, ja. 50 Jahre alt ist die. 50 Jahre ist die. Die ist so alt wie ich? Ach, das ist ja hart. Vorne der Baum ist 51 Jahre, die Blume ist 50 Jahre. Dein Sohn ist gerade 51 geworden. Also was ist denn hier los? Ja, die 50. Und da quartieren sich manchmal so Vögelchen ein, da oben. Ne? Und die haben da so ein Familiending da. Ja, ne? Aber dieses Jahr überhaupt nicht. Und wir wissen jetzt auch warum, weil laufend diese Zapfen runterfallen. Und das macht. Och, das war, aber die sind doch immer runtergefallen, das glaube ich nicht. Nein, aber nicht so wie dieses Jahr. Nicht so wie dieses Jahr. Sieht mal, wie schön. How beautiful. How beautiful it is. And then we have this beautiful creature. Look at this. Dollywood. Sing doch. Da muss wieder geschnippelt werden. Guck mal da. Gib mir mal die Pfote. Aber aufpassen, ja. Also, die sind lebensgefährlich hier. Ja, ich weiß, ja. Ja, eigentlich das Leben ist gefährlich. Ja, aufpassen, guck, aufpassen. Frau Ebert. Da haben wir einen Insekt. Ist das nicht so ein Insektenhotel? Da geht aber keiner rein, ne? Gibt's doch nicht. Oh, guck mal, was da kommt da? Die kommt Banane, was, ja? Guck mal, da kommt die Banane. Guck hier hinten, ja, guck mal. Da ist ein Ding. Das ist ja ein Ding. Hier mit dem Brennnessel, ne? Da können wir auch einen guten Salat, die sind auch sehr gesund. Ja, nur nicht anfassen. Brennen zwar ein bisschen auf der Zunge. Aufpassen hier, fliegt hier mal was rum. Guck mal, das ist echt cool, wie so ein Perpetuum mobile. Ja. Wir sind wieder hier zu Hause angelangt, ne? Habt ihr euch mal ein bisschen gezeigt, ne? Drin haben wir nicht, machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Prost, danke nochmal für eure Zeit. Tschö. Und bleibt gesund, ja, und munter. Richtig. Ja, und erinnert euch eigentlich, diese Welt ist unser Zuhause. Ne? Genau. Und wir müssen lernen, miteinander zu teilen und lieb miteinander zu sein. Das ist wichtig. Ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.